Hellas, Leute! Jawohl! Hier spricht mal wieder euer Nico und ja, nach der kurzen Umfrage vor ein paar Tagen, oder gestern oder vorgestern, ergab sich nach der Meinung der Leute, ihr wollt MW2 sehen. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, komm, hockst du dich kurz eine Runde ran und pounce mal alle Gegner weg. Das habe ich mir nicht gedacht bei dem Gameplay, nein. Ich habe hier einfach mal Just for Fun aufgenommen, frei für alle, kein Scheiß, erste Partie und direktes Gameplay. Da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin der Überpro. Nee, ich denke mal, ich hatte einfach nur Luck. Gut, jedenfalls MW2. Ich benutze die AK-47, Schallgedämpft, Fingerfertigkeit, Feuerkraft und Ninja. Sekundärwaffe ist die M93 Rafika mit Schalldämpfer. So, das soweit zu MW2. Ich denke mal, mehr muss ich nicht sagen. Und ja, MW2 ist schon fast ein Klassiker für mich geworden. Also, ich spiele das Spiel noch gerne. Ja, mach gern Kills da, Quickscope gern da. Also ich finde es relativ nice. Aber ich will heute eigentlich nicht so über MW2 reden. Ich will heute ein bisschen über MW1 reden, ja. MW1 ist ein Game, es rockt, Leute. Dieses Game rockt wirklich. Und ich wollte euch jetzt fragen, habt ihr Bock auf Gameplays von MW1? Weil das wäre kein Problem für mich. Da würde ich bestimmt ein paar hinkriegen, wenn ich ein paar coole Server finden würde. MW1 Montage habe ich mir schon überlegt. MW1 ist einfach der Hammer. und ja, das MW1 zocke ich wirklich sehr gern. Und für die, die es wissen wollen, ja, ich habe meine Schule jetzt vorerst erstmal richtig erfolgreich abgeschlossen und so weiter. Habe alles geschafft, was ich zu schaffen hatte, beziehungsweise wollte. Für die, die es näher interessiert, die können mich mal anschreiben. Dem werde ich dann noch nähere Informationen dazu geben. Aber nur für die, die es interessiert. Gut, ja, zu MW1. Ich könnte euch ein paar Gameplays von MW1 bringen, ein paar rockige Gameplays, wo ich vielleicht ein bisschen abgehe, weil MW1 ist ein Spiel, das liegt mir wirklich sehr. Die ganze Spielweise von MW1, liegt mir sehr, wie ich schon erwähnt habe. Deswegen, ich will euch fragen, wollt ihr MW1 sehen? Wenn ja, schreibt's mir bitte in die Kommentare. Ja, genau, da wollte ich auch noch Kommentare und Daumen ansprechen. Es ist ja immer so, man hat ja immer nur, also man hat immer weniger Kommentare und Daumen als Abonnenten. Kann man ja auch irgendwo verstehen. Nicht jeder kann da sein Zeug abgeben. Aber einen gewissen Anteil wünscht man sich natürlich schon. Es kann natürlich sein, dass ein Account jetzt gerade nicht so aktiv ist oder sowas. Kann viele Gründe haben, dass die Leute das Video nicht bewerten. Aber ich würde euch doch trotzdem bitten, dass ihr am Ende vom Video oder am Anfang oder im Mittelteil immer mal so ein kleines Fazit für euch zieht und dann sagt, das Video bewerte ich jetzt so, weil. Ihr könnt die Meinung von mir aus für euch behalten, aber bewertet es oder schreibt einen Kommentar. Wenn ihr keine Lust habt, einen Daumen runter zu geben, dann könnt ihr einen Kommentar schreiben, ja. Es ist alles kein Problem, aber Hauptsache ihr bewertet es oder gebt einen Daumen, weil ich setze mich hier hin, mache ein Gameplay, nehme es auf, render es, bearbeite es, kommentiere es und ich denke mal, Feedback ist da das Minimum von euch, weil ich mache mir die Arbeit und da will ich natürlich wissen, ob ich die Arbeit auch gut gemacht habe. Ich denke mal, das ist verständlich. Ja, da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Und das soweit zu diesem Themenbereich. Ja, Leute, man hat sich ja schon lange nicht mehr gehört. Ich habe euch wirklich vermisst. Ich habe mit einigen gezockt schon wieder. Ich habe euch wirklich vermisst. Also ich bin froh, dass ich jetzt hier wieder kommentieren kann. Ich freue mich auch sehr, sehr aufs Kommentieren wieder, weil es macht mir einfach Spaß mit euch. Ich möchte das eigentlich immer weitermachen, bis ich sterbe. Stellt euch mal vor, diese ganze YouTube-Szene geht so weit, bis so die ganzen Kommentator so 60 sind. So Call of Duty 50. Call of Duty 50, Modern Warfare 10. Ne, das wäre zu wenig. Modern Warfare 23. Herzlich willkommen zum neuen Gameplay, meine lieben Leute. Ich bin jetzt 62 Jahre alt und kommentiere Call of Duty. das wäre schon lustig. Also ich bin mal gespannt, wie lange sich das Ganze so hält. Ich denke mal eine ganze Weile. Und ich freue mich auf die ganze Zeit. Ja, Leute. Steam und Skype und so weiter. Ihr dürft mich natürlich weiterhin adden. Das Problem in Steam ist, dass meine Freundschaftsliste jetzt voll ist. Ich wusste gar nicht, dass es geht, aber es geht. Ich werde euch weiterhin aufnehmen. So viel es geht. Und neue Regelung: Wer länger als eine Woche offline ist, ohne mir davor Bescheid zu sagen, der wird aus der Freundschaftsliste von mir rausgeworfen. So sieht es auch bei Benny aus. Das heißt, sobald ihr 7 Tage offline seid, fliegt ihr raus. Muss leider sein, sonst kann ich die nicht aufnehmen, die mich jetzt adden wollen und mit mir dann zocken wollen. Ergibt Sinn, oder? Gut.
Ja, zum Zombie-Modus. Benny und ich machen den Zombie-Modus noch. Wir haben eine Runde 18 geschafft, aber... Ach, mir persönlich reicht das nicht. Wir haben ja Runde 28 geschafft da einmal und ja, so in den Bereich möchte ich wiederkommen, weil ich denke mir, ihr werdet mit Runde 18 einverstanden, aber ich möchte euch mehr bieten. So ist es einfach. Ich denke mal, ihr könnt es verstehen und ich denke mal, ihr freut euch auch auf ein Zombie-Gameplay mit einer etwas höheren Rundenzahl. Ansonsten werden eigentlich alle Themenbereiche angesprochen. Ich bitte euch, schreibt viele Kommentare über Call of Duty Modern Warfare 1, über den Zombie-Modus in Black Ops. Ihr dürft euch da gerne unterhalten unten. Und ich bitte euch ganz, ganz wichtig zu bewerten. Das dürft ihr nicht vergessen. Wie gesagt, das gilt auch nicht nur für uns InScope hier, sondern es gilt für alle Commentator, die es hier gibt, die es im deutschen Bereich gibt. Die wollen alle ein Feedback von euch, wie ihr das findet. Wie ihr die Commentaries macht. Ich meine, das ist ja für die wichtig. Die müssen ja auch wissen, ja, gefällt denen das jetzt oder gefällt denen das nicht. Deswegen sind diese Daumenfunktionen ja da, um den Videomachern Feedback zu geben. Darüber muss man sich ganz klar im Klaren sein. Ganz klar im Klaren, Leute. und ich bitte euch da wirklich, nicht nur bei uns, sondern auch bei den anderen Commentator, immer schön das Feedback geben. Ich erwarte jetzt auch hier keine 6000 Daumen, weil wir hier 6000 Abonnenten haben, keinesfalls. Aber ich erwarte schon so eine gewisse Anzahl von Daumen, weil es ist einfach wichtig für uns. Gut, dann wäre das auch geklärt. Ich hoffe, ihr haltet's ein. Ich hoffe es wirklich. Und ich hoffe, das MW2-Gameplay hat euch gefallen. 30:6 heißt es am Ende. Wenn ihr mehr davon wollt, dann dürft ihr natürlich das Video bewerten, kommentieren. Wie schon gesagt, immer schön am Ball bleiben und so weiter, Leute. Ich zock auch gern mit euch. Namen für Steam und so weiter stehen unten in der Beschreibung. Wir hören uns bald wieder, Leute. Macht's gut. Hellas, euer Nico.